für die günstigsten Microsoft- und PSN-Karten im ganzen Netz und die heißesten Spiele. Checkt auf jeden Fall Instant Gaming ab. Link in der Beschreibung. Dieses Video wird wieder einmal von meinem Partner OneFootball unterstützt. Also holt euch die! Okay, Jens, wir haben ein fettes Problem. Wir suchen ja derzeit einen neuen Manager und Ralf Rangnick möchte den Job haben. Oh nein, wie schrecklich! Und du meinst wirklich den Ralf Rangnick, welcher es geschafft hat, innerhalb von nur 2 Jahren die TSG Hoffenheim aus der 3. Liga in die 1. zu führen? Yep. Und du meinst wirklich den Ralf Rangnick, welcher mit 4 verschiedenen Mannschaften insgesamt 5-mal aufgestiegen ist? Ganz genau. Und es ist wirklich der Ralf Rangnick, welcher mit unserem S04 2011 den DFB-Pokal gewonnen hat? Ja, genau, der Ralf Rangnick. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Der würde uns alle rauswerfen und unseren Verein wieder richtig erfolgreich machen. Richtig. Das müssen wir unbedingt verhindern. Okay, was haben wir für Möglichkeiten? Naja, wir könnten Heidel zurückholen. Nee. Oder Magath? Nee. Ja, oder wir organisieren einen Auftragskiller. Ach du heilige Scheiße, das wäre krank. Ich zähle doch nur die Möglichkeiten auf. Ich fand die Idee auch nicht gut. Letzte Möglichkeit wäre Manager-Casting. Ein Manager was? Ein Manager-Casting. Wir haben ja bestimmt noch andere Bewerber und vielleicht ist da ja jemand bei, der uns nicht unbedingt feuern würde. Das ist eine Mega-Idee! Aber welcher Manager würde uns bitte nicht feuern? Ich habe keine Ahnung. Also, welche Bewerber gibt es denn sonst noch so? Ja, also hier gibt es nur noch einen Typen namens Christian Groß. Lustig. Klingt ja fast so wie Christian Groß. Als hätte der einfach nur seinen Namen falsch geschrieben. Stimmt. Ja, also hier steht, er hat 10 Jahre lang bei einem arabischen Fußballclub als Hausmeister gearbeitet. Oh, und er hat Alzheimer im Endstadium. Der hört sich ja fast überqualifiziert an. Ja, ne? Ich finde auch, das klingt echt vielversprechend. Den laden wir ein. Einverstanden. Hallo, Herr Groß. Und Sie haben sich für den Posten als Manager beworben. Ja, ich denke, wir können mehr nach vorne tun. Wir müssen aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, hinten keine Tore kriegen. Tja, wir sind die Malocher aus dem Ruhrgebiet, geboren auf Kohlen mit Hammer und Eisen oder so. Und ja, lassen Sie mich Schalke 09 anpacken. Hat der gerade Schalke 09 gesagt? Ja, der ist ein bisschen verwirrt. Aber er hat den Spirit. Wir haben eine junge, dynamische Kader mit großen Talenten wie Massimo Schipp und Kan Erdogan. Du, irgendwie erinnert er mich an unseren alten Coach, Christian Groß. Ja, ne? Die sehen sich schon ziemlich ähnlich. Doch das Problem ist bei diesen jungen Spielern, die datteln den ganzen Abend. Unsere Jungs sitzen den ganzen Abend am Kontrolleur und am Wochenende können sie sich da nicht richtig konzentrieren. Der hat ja so recht. Ohne Nassim und seine blöden Videospiele wären wir garantiert auf einem Euroleague-Platz. Ja, Mann, diese blöden Videospiele. Und ich möchte wieder eine richtige Malocher-Truppe formen. Wie die Eurofighter 1979. Zack, zack, Sammer auf Cola, Hacke Spitze 2x3, Flanke Möller, Chapuisant auf Riedle. Sammer und Riedle? Ricken lupfen jetzt! Das waren auf jeden Fall die glorreichsten Zeiten in der Vereinsgeschichte. Und deswegen bin ich der Richtige für Schalke. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das der ganz klare Favorit. Der ist ja sowas von besser als Ralf Rangnick. Finde ich auch. Das ist auf jeden Fall der Richtige für den Job. Ja, Herr Groß, ich denke, Sie sind der Richtige für den Job und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Justus, die Freude ist ganz meinerseits. Jens, hat er nicht gerade Justus genannt? Ja, das mit den Namen kriegen wir schon noch irgendwie hin.